Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rumble War 2 mit den Spartanern. Und wir sind in einen Hinterhalt geraten, zufälligerweise. Und gegen unsere spartanischen Abtrünnigen. Sehr schön. Und das werden wir jetzt mal kämpfen. Wir sind unterlegen. Einerseits unterlegen wegen Hinterhalt und andererseits unterlegen wegen der Aufstellung beziehungsweise der Anzahl der Leute, aber nicht sehr. Also der größte Malus wird sein, dass wir Moral Malus haben. Ah, okay. Hab mich schon gefragt, was der da macht. So. Dafür, dass es ein Hinterhalt ist, kann ich mich aber noch viel zu gut bewegen. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Der hätte mich von beiden Seiten angreifen sollen. Aber egal. So. Mache ich eine Umschließung, ja, wobei. Warte, so. Okay, das da war nice, hier den in die Seite zu chargen. Das war sehr gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Der will jetzt ausreißen. So. Das war sehr gut von ihm. Das ist auch gut. Das ist hier auch sehr gut, was er hier macht. Super. So, hier, das da ist egal. Die Kavallerie, ja, wobei, wenn die hier durchkommt. Ja, okay, macht sie nicht. Sehr schön. Okay, hier charge da durch. Hier muss jetzt mal die. Wir müssen mal die Fernkämpfer was machen. Wollt ihr mal schießen? So.
der müsste eigentlich aufgeben, okay. Okay, dann geht ihr wieder nach da. Das ist gut hier. Lieder werden jetzt auch zermalmt. Und hier geht's jetzt auch ab. Gut. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Sehr schön. Und an sich war es das jetzt auch. So. Der ist jetzt auch gleich weg. Die da sind auch bald. Sehr gut. Der läuft weg, das lassen wir natürlich nicht zu. Und hier machen wir die Klappe zu. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das ist gut. Also nicht gut, aber es ist gut, dass dass die so viel schießen konnte. So, die sind auch fertig. Und ja. So, dann geht ihr mal in den Wald hinein. Genau, aber ein Tipp für euch, wenn ihr Hinterhalte macht, versucht wirklich den Feind einzukesseln. Also jetzt nicht wie er, also er hat es nicht ganz schlecht gemacht, er hat es nur nicht mit den erforderlichen Druck gemacht. Also ich bin ja hier entlang gegangen und er kam dann von hier, von da und von da. Ist an sich nicht schlecht, aber er hätte hier in dem Wald eine sehr gute Überraschungsding machen können. Also der hätte hier den Hauptangriff starten müssen. Vielleicht ein paar von hier. Und dann hätte ich hier die Verteidigung gemacht. Und hier meine Bogenschützen. Und dann hätte er von hier rein chargen müssen. Also am besten hier die Armee mit Einheiten, die sehr viel aushalten. Also die Hopliten. Und und von da dann schnelle Einheiten wie Kavallerie, wie also Fernkämpfer von vorne und von hinten. Fernkämpfer hier und Fernkämpfer da. Und hier halt auch Kavallerie, die meine Fernkämpfer dann ausschalten, wenn man keine Feinkavallerie. Wenn man keine Kavallerie hat, dann geht man auf mehr Fernkampf. Genau, leichte Einheiten. Beginiere natürlich auch auf der Seite. Und hier schnelle, leichte Einheiten, die dann nicht so viel aushalten müssen, aber die mich dann wirklich in Bedrängnis bringen. Weil dann hätte ich hier diesen weiten Kessel, diesen weiten Bogen, hätte ich dann hier schließen müssen, so, damit meine Fernkämpfer hier geschützt sind und ich dann quasi so einen Ring machen kann.
Aber bis ich das dann habe, muss ich halt hier meine Seite und hier meine Seite zurück schicken. Und der Feind kann da währenddessen die ganze Zeit auf die Rücken von meinen draufhauen. Und ja, dementsprechend habe ich mehr Verluste. Also bei Hinterhalt immer versuchen, von mehreren Seiten anzugreifen. Also mindestens von zwei, wenn nicht von drei. Genau. Entscheidender Sieg. Wir haben da 2-8 in die Schlacht geführt und 436 sind leider da geblieben, beziehungsweise auf den Schilden zurückgebracht worden. So. Aber das war eine sehr gute Schlacht. Ihr seid nicht mehr vor Sezession oder Bürgerkrieg gefeit. Doch, das kann schon sein. Ey. So, hier. Tschüssi. So. Ihr hättet niemals einen Bürgerkrieg hier starten dürfen. Das war dumm. So, sehr schön. Hier Tradition Nummer 7. Das ist richtig, richtig gut. Warte, hier. Rüstung, Nahkampfabwehr und Angriffsreichweite für alle Geschossinfanterie. Sehr attraktiv. Hier 10 Waffenschaden für Waffenschaden für alle mit Speeren, also mit eigentlich allen. Moral braucht eigentlich jetzt. Brauchen die Spartaner eigentlich nicht mehr. Die bleiben eigentlich bis fast. Also klar, man kann die ja so hoch pushen, dass die niemals fliehen. Nahkampfabwehr, Moral für Defensiv. 16 Moral. Aber halt Erfahrungsrang. Momentan 10 Nahkampfabwehr und 3 Geschossreichweite. Das verdoppelt sich dann. Ja komm, machen wir das so. Das ist nice. So, hier. Oh, neuer Aufschwung. Gebildete Frau. Da haben wir für alle Kavallerie. Anheuern für Söldner. Moral für Kavallerie. Moral für Kavallerie. Habe ich nicht. 5 auf Kinder bekommen. So, wobei der ist schon ziemlich alt, ne? Hm. So. Gut. Wie viel haben wir noch? Ah, wir haben noch ein bisschen. Wo sind die da unten? Ach jo. Du gehst jetzt mal hier hoch und schaust, was da ist. Die feindliche Armee ist gerade auch irgendwie. Entschuldigung. Ist gerade auch nicht da. Okay. Was macht ihr? Hm. Wir gehen dann hier rein. So, ja nice, ja nice, ja nice. Okay. Dann belagern wir die mal noch mal so. Was haben die?
Pikiniere, Hopliten, Tauros-Sperrer sind gut. Aber die sind natürlich besser. Leinpanzer-Schwertkämpfer. Mhm. Wird interesting. Aber ich glaube, wobei, was will er hier machen? Ja, also ich glaube, dass wir unseren General da sehr schön töten können. Gut, also die da müssen halt jetzt noch ein bisschen warten, bis halt ja die Garnison hier wieder aufgebaut ist. Wegen denen nervt ein bisschen, aber mei. Genau, und dann geht's endlich nach Afrika. Ich freue mich. Vielleicht wäre es euch möglich, und ich frage mit dem höchsten Recht. Ja, nun, also hellenistisch halt, ne? Eure ja, naja. Genau, falls ihr das schon, also die Frage vom letzten, von der letzten Folge, ob ich jetzt, oh nein, ob ich die hellenistischen Staaten oder Fraktionen jetzt in Ruhe lassen soll oder einfach ja, kicken soll, bis auf die Athener und wobei Pontos durfte ich ja auch als meinen Verbündeten nehmen. Nee, Pergamon meine ich. Ich blick nicht durch. Was macht denn der jetzt hier? Du siehst wirklich... Das ist auch sowas von unlogisch, dass da... Wieso? Wieso holt er jetzt seine ganze Armee da weg? Das macht... Klar, der weiß, dass ich da gewinne, beziehungsweise der kann sich's wahrscheinlich denken. Aber das ist doch kein Grund, da wegzugehen. Das passiert so häufig. Das passiert wirklich so häufig, dass dass die KI ihre Städte und manchmal auch ihre Hauptstädte ja, verlassen, weil sie einfach, ja, keine Ahnung, dumm sind. Und dann erobert man die Hauptstadt und das passiert nicht nur dann, wenn die jetzt irgendwie keine Chance haben. Das passiert voll häufig, dass die richtig viel und gute Chancen hätten zu gewinnen. Aber dennoch geben sie halt auf und lassen die Stadt da halt liegen. So komisch. Komisch. Ja, auch automatisch. Jo, eine große, gute Stadt. Mit einem Theater drin. Man muss ja auch schauen, dass es schön ist. Gut, hier. Nun. Dann kommt die Armee mal da vorbei, würde ich sagen. Angriffsbonus, Moral, Bewegungsreichweite. Also Bewegungsreichweite ist immer richtig nice und wichtig. Oh, Steppenwölfe. Z
sehr. Das ist meine Achillesferse. Achillessehne. Achillesferse. Der war lustig. Achillessehne. Ja, berittene Fernkämpfer. Das ist wirklich sehr, sehr happig. So, hier stocke ich mal ein bisschen die Garnison auf, weil hier ist eine größere Armee. Aber an sich ist das jetzt auch schon wurscht. Weil wenn er angreifen will, dann wird er das nächste Runde machen. Wenn nicht, dann ist es zu spät. So, jetzt schauen wir mal. Also, wir wissen, dass Budini bisschen eine gefährliche Armee hat, und zwar genau hier. Und die wird, nee, genau hier. So, also die da wird jetzt hier hoch. Dann die wird, oder? Ja doch, also die wird hier hoch. Dann wird sie gegen Bodiki gehen. Die da wird hier so gehen und dann Bodiki. Und die da, also die da werden so gehen. Beziehungsweise hier kann ich nicht hier vorbei. Ich werde so gehen. Ich ja dann hier und unsere beiden Armeen dann. Ich glaube, ich gehe so. Ja, ich glaube, das ist besser. Okay. So, unten, ja. Also, an sich, wenn ich jetzt gegen die anderen hellenistischen Fraktionen nichts machen darf, dann sind wir eigentlich jetzt dann fertig. Wenn ich jetzt noch was machen kann, wieso, ja, Pergamon ist halt. Pontos und Rhodos. Der was? Knossos, militärischer Bündnispartner. Athen militärisch. Pontos militärisch. Und Pergamon. Aber ganz ehrlich, also wenn Pontos und Pergamon meine Verbündeten sind, dann ist Galatien. Warte mal. Nee, Galatien sind unsere Feinde, ja. Auch wenn. Ja, Pergamon ihre. Okay, Galatien muss ich platt machen. Baktrien nicht. Chimäre auch nicht. Steppenhorde muss ich. Udini muss ich. Geten. Ikena natürlich. Sparta nicht. Syrakus eigentlich auch nicht. Syrakusa dürfte ich eigentlich auch nicht platt machen. Aber mache ich jetzt. Axum. Und halt die. Ja, Marin muss ich auch noch, und Ägypten ist eigentlich auch hellenistisch. Zypern ist auch hellenistisch. Gut, aber das werde ich dann spontan entscheiden, ehrlich gesagt. Also ich entscheide das nach Galatien. Könnte ja sein, dass wenn ich Galatien den Krieg erkläre, dass Pergamon und die anderen sich auf deren Seite stellen, weil nämlich klar, militärisches Bündnis ist mehr wert, aber also mit einem von beiden müssen sie halt brechen, und die KI macht es eigentlich zu 90% brechen sie mit einem,
Es sei denn, also was dafür spricht, dass sie auf unserer Seite bleiben, ist, weil wir eigentlich so groß sind. Also das ist dann meistens so, dass die ganzen Leute dann anfangen so, bitte lasst uns ein Klientel von euch sein. Okay. So. Schau, die freien Herbanner, das ist halt die Einsteiger-Ding. Also das, so, ja, Britannien werde ich auch mit einer Legion überrennen. Die sind auch nichts wert. Ja, wobei, warte mal. Nee, die Kundschaft dann nicht, aber die da, Veteranenkavallerie, die sind gut. Naja. Aber halt, ja, was wollen die gegen unsere Armeen machen? Gut, dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Und gerne eure Gedanken zum Thema der Challenge schreiben. Weil, wie gesagt, also ist ja hauptsächlich keine Kavallerie bzw. keine Tiere rekrutieren und alles platt machen außer Kriechen. Und naja. Genau. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bye bye.